Dies ist das erste Video zum Thema Finanzmathematik. Im ganzen Kurs geht es im Wesentlichen darum, dass die Gedanken der Finanzmathematik erläutert werden sollen, insbesondere das Prinzip der Äquivalenz von Zahlungen. Äquivalenz in der Finanzmathematik oder Äquivalenzprinzip heißt, ich habe zwei Zahlungen und diese dürfen nur dann verglichen oder saldiert, das heißt also addiert, subtrahiert, egal wie auch immer, nur dann werden, wenn diese zuvor auf einen und denselben Stichtag transformiert wurden. Was bedeutet das? Habe ich eine Zahlung üblicherweise zum Zeitpunkt 0, heißt diese Zahlung dann K0. Dann vergehen Zinsen, Zeitraum T, in dem fallen in der Regel Zinsen an. In diesem Zeitraum wird der Betrag mehr, das heißt, er wächst an auf einen Betrag Kn. Das heißt also, ich muss immer aufpassen, was passiert mit meinen Zahlungen. Werden die verzinst? Wo sind die Zinsen hin? Es gibt nichts, was im Kissen schlummert. Es gibt nichts, was nicht verzinst wird. Immer wird alles auf jeden Fall in irgendeiner Form verzinst. Dabei muss man auf zwei Arten, wesentliche Arten von Zinsen Rücksicht nehmen. Man muss vorher festlegen, welche Zinsform gewählt wird. Da gibt es einmal den einfachen Zins. Einfacher Zins heißt, der Zins an sich wird nicht mitverzinst. Wie sieht das aus? Das heißt, das Kapital wächst linear, also es kommt immer einfach nur etwas dazu. Kn ist K0 plus Zins. Bei dem Zinseszins ist es so, dass der Zins sich grundsätzlich mitverzinst. Das heißt, am Anfang steigt es langsam, dann steigt es irgendwann schneller. Das heißt, wie sieht das aus? Das ist sogenannte exponentielle Verzinsung. Wir haben also unser Kapital K0 und das wird mit einem Zinsfaktor entsprechend über die Zeit verzinst. Das ist dann unser Endkapital. Hier oben haben wir dann Kn. Das sind die beiden ganz wesentlichen unterschiedlichen Formen. Also, wie sieht es aus, wenn man es konkret berechnen möchte? Man hat hier für beide einen Zins angegeben. P ist der Zins in Prozent. I ist die zugehörige Zinszahl. Wobei I gleich P durch 100 ist. Das heißt also, wenn man I gegeben hat, kann man P sofort ausrechnen. Hat man P gegeben, kann man I sofort ausrechnen. In der Regel wird der Zins für ein Jahr angegeben. Dabei hat per Definition unser Jahr 360 Tage und jeder Monat hat 30 Tage. Alles andere, alles was komplizierter ist, können die Bankprogramme für sich ausrechnen. Für unser Modell reicht die 360-30-Regel. Das heißt also, jeder Monat 30 Tage, egal ob ein Februar oder ein August, alle haben 30 Tage. Das kann man sich hierbei merken. Damit hat das Jahr 360 Tage bei 12 Monaten. Wenn man sich jetzt den linearen Zins ausrechnen möchte, dann hatten wir gesagt, Kn ist K0
plus der Zins. Der Zins ist natürlich abhängig vom eingelagerten Kapital. Das heißt, der Zins ist K0 mal der Zins. Wenn man ihn in Prozent angibt, P muss man noch durchs 100 teilen, mal den Anteil vom Jahr, wenn das Jahr voll ist. T sind die Tage des Jahres. Bei 360 Tagen haben wir natürlich auch eine volle Zinsperiode. So sieht das aus. Das heißt, man kann Kn jetzt angeben. Das ist eine Formel, die kann man sich merken. Mit K0 mal 1 plus P durch 100 mal T durch 360, beziehungsweise das ist das gleiche wie K0 mal 1 plus I mal T durch 360. So was Ähnliches gibt es natürlich auch für den Zinseszins. Wir haben beim Zinseszins, kriegen wir Kn heraus, indem wir mit einem sogenannten Zinszahl multiplizieren. Das geht in der Regel über vollständige Zinsperioden, also über mehrere. Lassen Sie es n Stück sein. Dann habe ich ja am Anfang K0. Dann mache ich es genauso wie hier bei der einfachen Verzinsung, nur dass T jetzt 360 ist, also brauche ich hier keinen Anteil mehr nehmen. Das heißt, ich verzinse das mit 1 plus i. Und dann wird noch ein neuer Buchstabe eingeführt, und zwar Q. Das ist 1 plus i, damit man leichter rechnen kann, wird der häufiger verwendet und dann eben halt hier auch verwendet. Also K0 mal Q ist gleich K1. Und wenn ich K1 wieder mit Q multipliziere, kriege ich K2 heraus und so weiter und so fort. Und wenn ich das ein bisschen anders hinschreibe, kriege ich auch eine sinnvolle Formel für mein Kapital zum Zeitpunkt n heraus. Das ist nämlich nichts anderes als K0 mal Q hoch n. Denn dieses hier ist ja K0 mal Q. Und dann ist das hier K0 mal Q Quadrat. Und genauso fortgesetzt ergibt sich dann dieses. Oh, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Zinsformen, die einfache Verzinsung und den Zinseszins. Wenn man ins nächste Video guckt, dauert zwei Beispiele da jeweils zuvor gerechnet.